trifft dann aber auch den Umgang mit unseren Bündnispartnern. Wir haben viele Vorstellungen, gerade nach dem Brexit, gerade nachdem wir erlebt haben, wie Griechenland erpresst worden ist. Wir sehen, wie wir unterschiedlich jetzt auch mit auf die griechische Regierung gucken. Wir haben vieles auf die griechische Regierung an Hoffnung transportiert und sind jetzt enttäuscht, dass sie das gegen 27 andere Mitgliedstaaten nicht durchsetzen konnten. Die Frage ist doch aber, die wir uns stellen müssen, und zwar alle, und ich als Linke hier in Deutschland sage das explizit für mich: Was haben wir geschafft, um zum Beispiel in Deutschland der Bundesregierung mit Merkel und Schäuble in den Arm zu fallen? Was haben wir in den anderen Ländern geschafft, in den Niederlanden zum Beispiel oder dort, wo überall gerade diejenigen an der Stelle sind, in der Verantwortung sind, die in der Eurogruppe am härtesten die Daumenschrauben ansetzen, um denen in den Arm zu fallen, um den Spielraum für die Tsipras-Regierung zu erweitern? Das muss doch unsere Aufgabe sein. Ich finde auch vieles zum Kotzen, was wir sehen müssen und wie es den Leuten geht. Und ich finde, wir sollten in unserer Solidarität nicht aufhören. Aber wir sollten nicht zum Boomer jetzt die Tsipras-Regierung machen. Das ist aus meiner Sicht der völlig falsche Weg. Und das kostet uns im Übrigen auch Glaubwürdigkeit und das kostet uns im Übrigen auch Bündnispartner. Und zu den Bündnispartnern noch eine letzte Bemerkung. Auch hier sollten wir akzeptieren, dass diese unterschiedliche Interessen haben. Eine Debatte zum Beispiel über Lexit, über Austritt aus der Eurozone oder ähnliches, ist legitim. Sie ist legitim aufgrund all der Entwicklungen, die es in der Europäischen Union gegeben hat. Wir müssen aber auch sehen, dass gerade bei den Gewerkschaften dort eine ganz andere Position besteht. Zumindest bei den Gewerkschaften, die in Deutschland, in Schweden oder sonst wo organisiert sind, die in dem Europäischen Gewerkschaftsbund organisiert sind, dass das eher ein Problem für sie ist. Also sollten wir doch unsere Diskussionen weiterführen. Sie sind legitim. Wir sollten aber daraus kein Versuch wagen, dass wir diese Sicht auf alle anderen übertragen und dass wir das zur Grundforderung machen. Lasst uns auch in dieser Vielfältigkeit mit unseren Bündnispartnern umgehen. Das wäre der richtige Weg. Hier haben wir noch sehr viel zu lernen. Das können wir nur gemeinsam tun. Wir als GUE-NGL stehen dafür mit zur Verfügung. Und im Kongress wünsche ich noch gute Erfolge, eine gute Arbeit, eine weiterhin gute Atmosphäre, so wie bis jetzt. Wir hoffen auf eure Ergebnisse. Dankeschön. Thank you. I ask to take floor Iola Filiada from Sao Paulo Foro. Sao Paulo nach vorne bitten. Antes que nada, disculpe mi portuñol. Buenas tardes. En nombre del Foro de São Paulo, de su secretaria ejecutiva, Mónica Valente, y también de mis compañeros que están aquí de América Latina acompañando este importante evento. Yo quiero saludar muy calurosamente a todas y todos los participantes de este quinto congreso del Partido de Izquierda Europea, y decir que para nosotros es efectivamente un gran honor y alegría poder estar aquí compartiendo con ustedes de este importante encuentro. Como creo que todos lo saben, las relaciones entre el PIE y el Foro son desde siempre las más fraternales y solidarias posibles. Y esto no ocurre por casualidad. Nuestras organizaciones están unidas por una visión internacionalista, por supuesto, y también por ideales comunes. Estamos unidos por la lucha por el desarrollo y justicia social, por la paz, la democracia, la soberanía popular, la igualdad y el fin de todas las formas de opresión. Y también nos torna cercanos esta convicción de que no vamos a ser victoriosos en estos objetivos sin la participación en esta lucha de los pueblos. Pero esta
relação tão cercana não seria possível sem os laços de confiança que foram se estabelecendo, que foram construídos entre aquelas e aqueles que estão na frente deste trabalho comum. E, neste sentido, eu quero agradecer o Foro de São Paulo, quero agradecer muito profundamente ao Grupo de Trabalho de América Latina e seu coordenador, o Beyamin, e a todos os do Partido del PIE que, de alguma maneira, se involucram neste trabalho, destacando minha querida amiga e companheira vice-presidenta Maite Mola. Maite e Obey já han hecho referência ao importante seminário conjunto que tivemos el miércoles e ayer, que chamamos de Visiones Compartidas desde la Izquierda. Este seminário señalou importantes desafios e retos para a esquerda europeia e para a esquerda latino-americana e caribenha ante a grave crise do capitalismo, a ofensiva conservadora e a profundização das políticas neoliberais, com todas suas consequências nefastas para os trabalhadores e para os setores populares. Na América Latina, como sabem, esta ofensiva conservadora intenta destruir todos os avanços que nossos governos progressistas, populares e de esquerda lograram obter e utilizam para isto de todos os expedientes. Cito o caso de meu país, onde golpe de Estado ha derrumbado uma presidenta legitimamente eleita para instaurar governo legítimo de derecha que, sem nenhum mandato popular, busca implementar programa radical neoliberal. Isto nos convoca, tanto à esquerda latino-americana como à esquerda europeia, a trabalhar de uma maneira cada vez mais articulada para ser frente a todos estes desafios e retos. E é por isto que os resultados deste Congresso são para nós muito importantes. En hecho, são muito importantes. Não há dúvida que os debates e as decisões deste Congresso vão contribuir para fortalecer mais aún ao PIE, a esta importante organização para a esquerda do mundo. Assim que, muito brevemente, eu quero desejar, em nome do Foro, a todas e a todos grande Congresso, tendo a certeza de que nós, de América Latina, do Foro de São Paulo, e vocês do PIE, vamos seguir por muito tempo lutando juntos. Lutando juntos, mas como dizia o comandante Fidel Castro, que é um dos fundadores do Foro de São Paulo, ao lado de Lula, de Brasil, hasta la vitória sempre. Graças. Thank you very much. Now, intervention Women's Assembly from Christiane Reimann and Judith Benda. Liebe Genossinnen und Genossen, wir kommen von einer Frauenversammlung von 100 Menschen, hauptsächlich Frauen, einigen Männern. Wir haben der HDP-Abgeordneten von der wirklich grausam Verfolgten, in der Türkei Verfolgten, HDP einer Abgeordneten zugehört, Hetzer. Wir haben unseren Internationalismus in der Kultur ausgedrückt. Wir haben unsere Differenzen angeguckt und sind uns über die klarer geworden. Wir haben Gemeinsamkeiten gefunden. Wir haben in 4 Arbeitsgruppen außerdem getagt und das alles in 3 Stunden. Ich finde, das ist eine super Leistung, die uns dazu berechtigt, euch sehr zu bitten, fast ein bisschen zu fordern, dass das nächste Mal von vornherein die Frauenversammlung von Anfang an ein integraler Bestandteil dieses EL-Kongresses ist.
Die Frauenversammlung wurde vorbereitet und verantwortlich mitgetragen von ELFEM. ELFEM ist das feministische Netzwerk der EL, das älteste Netzwerk. Wir haben uns nämlich selbst beim Gründungskongress aus der Taufe gehoben und wir sind auch das größte Netzwerk. Ich sage euch mal, was wir nicht sind, um zu erklären, was wir sind. ELFEM ist keine Frauenlobby, sondern wir kämpfen für ein gutes Leben für alle Menschen. ELFEM ist auch nicht, ELFEM will auch nicht, dass wir der allgemeinen Sichtweise eine Sichtweise von Frauen nur hinzufügen. Nein, wir wollen die Gesellschaft und wir wollen unsere Parteien und uns selbst revolutionieren, indem wir den Grünen, den Roten und den Lila Faden untrennbar in Strategie und Taktik miteinander verbinden für das Überleben der Menschheit. Wir stehen auch als ELFEM in der Tradition der sozialistischen Frauenbewegung von Clara Zetkin, Ines Armand oder Alexandra Kollontai. Die sozialistische Frauenbewegung war immer eine Bewegung der sozialen Frage und des Friedens. Und beides ist in Europa von heute so wichtig wie noch nie. Angesichts von 118 Millionen Menschen, die in der reichen EU in Armut leben und von Armut bedroht sind. Und angesichts der Kriege, die auch in Europa geführt werden. Wir stehen in dieser Tradition, wir kämpfen in diesem Sinn. Und man sagt uns häufig genug, was wollt ihr eigentlich noch? Frauen haben doch alles erreicht. Ihr seid doch Bundeskanzlerin. Ja klar, wir können Bundeskanzlerin. Wir können auch Chefin, so wie Marilee Houston, die Chefin von Lockheed Martin, dem größten Rüstungskonzern der Welt. Oder wie Phoebe Novakovic, die steht General Dynamics vor, immerhin der fünftgrößte Rüstungskonzern der Welt. Wir können das. Aber wir wollen es nicht. Und wir wollen nicht, dass Frauen wie diese zum Vorbild für junge Mädchen werden. Nein, wir haben ganz andere Ziele. Wir wollen auch nicht das Gegenteil. Wir wollen nicht die Reparaturarbeiterin auf der Zerstörung des Sozialstaates werden. Und wir wollen auch nicht dort einspringen, wo Männer Lücken gelassen haben. Zum Beispiel in der Armee. Unsere Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wirbt ganz stark um Frauen für die Armee. Früher waren Frauen die industrielle Reservearmee. Heute sollen wir die Reserve der Armee werden. Nein, das lehnen wir ab. Wir wollen anders leben, anders arbeiten, anders verteilen, anders konsumieren. Unsere Erfahrung zeigt uns aber, auch und gerade, wenn Frauen mehr politische Rechte erkämpft haben, auch dann brauchen sie gerade den sozialistischen Feminismus, um sich nicht integrieren zu lassen, sondern um uns gegenseitig in unserer Widerständigkeit und in unserem Rebellentum zu stärken. Liebe Genossinnen und Genossen, es wird sich von selbst nichts ändern. In diesem Bewusstsein riefen die Teilnehmerinnen der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz 1910 den Internationalen Frauentag ins Leben. Und auch wir sind heute hier, weil wir etwas verändern wollen, weil wir sagen, es gibt so viele Dinge, die wir verändern müssen. Der Kongresstitel Building Alliances. Bündnisse schaffen, aber auch feministische Bündnisse schaffen. Building Feminist Alliances. Das war das Motto unserer Assembly, weil es doch so wichtig ist, dass wir gerade in dieser politischen Situation sichtbare, handlungsorientierte, feministische Kritik an der neoliberalen Austeritätspolitik entwickeln. Ein Schritt dahin ist für uns der Antrag, den wir vorgebracht haben, der Antrag für eine europäische feministische Karawane, findet ihr in euren Dokumenten. Aber warum eigentlich? Warum? Wir finden, selbst im 12. Jahr des Bestehens der Europäischen Linkspartei kennen wir uns noch nicht gut genug. Wir brauchen ein vertieftes Verständnis voneinander und wir wollen unsere Ideen, unsere Überzeugungen mehr sichtbar machen. Wir müssen gemeinsame Aktionen des Widerstands organisieren, innerhalb der EL, aber auch mit Bewegung und darüber hinaus. Und dieses Projekt der feministischen Karawane ist ein Projekt Working in Progress. Das ist etwas, was wir weiterentwickeln wollen. Jetzt ein Angebot an den Kongress und die nächsten Wochen, Monate, gar Jahre bis hin zum Beispiel in den Europawahlkampf wollen wir dieses Projekt mit Leben füllen und brauchen da eure Unterstützung.
Die Karawane richtet sich oder ist angelegt in drei verschiedene an drei verschiedene Säulen. Die haben wir heute auch mit Workshops untermauert. Das kann ich in ganz Kürze anreißen. Das ist zum einen die wichtige Familienpolitik und sexuelle Selbstbestimmung und Vielfalt. Ihr wisst, wir erleben eine gefährliche Allianz zwischen christlichen Fundamentalistinnen, aber auch zwischen Schattierungen von neuen und alten Rechten. Wir erleben schwere, massive Angriffe auf das Recht von Frauen auf eine selbstbestimmte Schwangerschaft und damit einhergehend auch auf einen Aufwind von konservativ-reaktionären Familienideologien. Und diesem Fundament, was immer gesagt wird, die Kleinfamilie, Vater, Mutter, Kind, da sind wir überzeugt, dass die Linke ein Verständnis für die Notwendigkeit eines anderen Familienbegriffes braucht, also erste Säule Familienpolitik. Die zweite Säule Militarisierung. Christiane hat es erwähnt. Juncker hat letzte Woche gesagt, die EU kann es sich nicht mehr leisten, im Windschatten anderer Mächte zu segeln. Wir erleben eine massive Aufrüstung, gestern EU-Gipfel, Europäische Verteidigungsunion. All dies sind Themen auf der Agenda. Und da müssen wir natürlich auch als Feministin sagen, Kämpferin für den Frieden sein und uns kompromisslos gegen Krieg und gegen Militarisierung wenden. Wer Frauenrechte schützen will, muss gegen Kriege sein und das müssen wir viel, viel stärker als jetzt noch untermauern. Die dritte Achse, und dann komme ich auch gleich zum Schluss, die dritte Achse Arbeit und Erwerbslosigkeit. Wir erleben im Rahmen der Europäischen Union und darüber hinaus eine massive Schere zwischen Arm und Reich und Frauen sind zwar weniger erwerbstätig als Männer, verrichten jedoch 2/3 der versorgenden Arbeit meist unentgeltlich. Das sind Themen, die wir angreifen müssen. Das sind Themen, die wir im Rahmen dieses Projekts Feministische Karawane mit euch in euren Parteien, mit Gewerkschaften, mit Bündnispartnerinnen zusammen erörtern wollen. Also ein wirkliches Projekt der Vernetzung, ein Projekt der Sichtbarkeit. Wir wollen es natürlich auch dokumentieren, brauchen dafür eine Website, wir brauchen ein Budget und wir brauchen im Wesentlichen natürlich Aktivistinnen, die Lust haben, die Spaß haben auf dieses gemeinsame Projekt. Und im Wesentlichen wurde dieses Projekt bei der Women Assembly als gut befunden. Es gab kritische Äußerungen, das will ich natürlich auch hier nicht verschweigen. Aber wir haben es geschafft, letztendlich aufeinander zuzugehen, konstruktiv miteinander zu arbeiten. Und in dem Sinne, glaube ich, müssen wir jetzt zu einer neuen feministischen Handlungsfähigkeit kommen, trotz unserer Unterschiede, gemeinsam daran arbeiten und kämpfen. Und wir hoffen in diesem Sinne ganz, ganz herzlich auf eure Unterstützung für das Projekt Feministische Karawane. Herzlichen Dank.